Ja, hier ist der nächste Game Guide zu der Bücherproduktion. Dafür bin ich wieder auf die Insel hier gegangen, habe mal wieder aufgeräumt und dort legen wir jetzt wieder los. Erstmal brauchen wir ganz simpel zwei Holzfällerhütten. Ich würde euch auch raten, diese auf nördlichere Inseln zu verlagern. In meinem Fall ist es eben nur so, ich möchte euch zeigen, da ja, wie es halt auf einer Insel ist und ich hoffe, ihr könnt es so besser verstehen, als wie wenn man immer von Insel zu Insel springen muss und ich finde es dann, meine ich auch, besser. So, für diese Bücherproduktion braucht ihr als erstes mal zwei Holzfällerhütten. Dann als nächstes eine Papiermühle. Wo ist sie? Hier, gekennzeichnet durch Blätter bei Patricia. Papiermühle. Die kann man aber nicht einfach hier irgendwo hinbauen. Nein, dafür brauchen wir einen Weg. Der eignet sich diese Stelle hervorragend, weil ein Markthaus in der Nähe ist. Ich verbinde das miteinander. Und jetzt werden wir sehen, sobald hier das erste Holz produziert wird. Ja, es wird schon abgeholt. Wir haben auch viel im eigentlichen Lager. Wird das hier abgeholt aus dem Markthaus. Und schon wird hier das Papier gepresst. Oder halt produziert. So, gehen wir zum nächsten Schritt. Als nächstes brauchen wir zwei Indigo-Plantagen. Dafür gehen wir zu Nomaden. Und hier sehen wir diese bunten Töpfe. Und bauen zwei hin. Hierfür habe ich auch einen wunderbaren Tipp. Ich schaue nur, wie viele Felder die braucht. 5. Wir bauen die Indigo-Plantage hier an den Weg hin. Machen ein Feld der Länge nach. Wieder ein Feld hier der... Ah, ich meinte hier der Höhe. Hier nach der Länge. Hier... Ja, okay, ich zeig so. Ja, genau. Höhe, Länge. Jetzt hier wieder der Länge nach. Der Höhe nach und der Länge. Jetzt haben wir hier wieder ein schönes Feld. 5 Felder. Und so könnten wir das auch ewig weiterführen. Das werde ich vorerst auch mal, denn wir brauchen ja noch eine. Diese zweite kommt direkt daneben. Ich lasse hier frei. Ein Feld, 2, 3. Ihr könnt auch 4 frei lassen, ist eigentlich egal. Ich lasse jetzt mal 3 frei. Denn jetzt kommt hier wieder ein Feld hin. Der Höhe nach. Hier der Länge. Der Höhe nach, der Höhe nach. Und wieder der Länge. Und somit haben wir eigentlich nicht nur eigentlich, nein, wir haben es zu 100% genutzt. Okay, zu 99%. Das können wir aber ändern, indem wir einfach eine Palme reinsetzen. Wunderschön. Jetzt haben wir auch noch einen Schmuck. Okay. Die Palme ist nicht unbedingt notwendig, falls ihr das meint. Dann brauchen wir als abschließenden Punkt nur noch 2 Druckereien. Die sind zu finden wieder bei Patrizian und hier bei diesem Buchsymbol Druckerei. Davon benötigen wir 2. Eine baue ich hierhin und eine, mal drehen, hierhin. Ich umrahme die noch mit einem Weg. So. Und hier haben wir die Bücherproduktion für unsere nördlichen Inseln gesichert. Die ist jetzt recht, ich sag mal, kompliziert durch das, dass man so viele Gebäude braucht. Hier sehen wir ja, ich fasse noch einmal zusammen, 2 Holzfällerhütten, 2 Indigo-Plantagen, 2 Druckereien
und eine Papiermühle. Wollte ich noch was sagen? Ja, genau. Also, ich würde euch eben empfehlen, verlagert am besten eure Holzfällerhütten und eure Druckereien in nördlichere Inseln, weil da ist schon alles grün. Und damit auch eure Papiermühle dorthin. Also würde ich jetzt empfehlen, da ihr damit 40 Unterhaltskosten sparen könnt, wie man ja hier sieht. Unterhaltskosten 40 Goldstücke. Und das ist ja nicht gerade wenig. Wie schon gesagt, ist eben nur eine kleine Hilfe von mir für euch. Ja, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich verabschiede mich von euch. Ciao.